Grüezi miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen aus Bern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 11. Januar 2022. Verpassen Sie auf keinen Fall die wichtigen Interviews, die ich noch gestern aufgeschaltet habe auf unserer Website. Zum einen mit Franz Grüter, dem neuen Präsidenten der Außenpolitischen Kommission des Schweizerischen Nationalrats, einem der wichtigsten parlamentarischen Außenpolitiker für die nächsten beiden Jahre. Franz Grüter, ein bestandener Unternehmer, international tätiger und sehr erfolgreicher Unternehmer aus der Innerschweiz, aus dem Kanton Luzern, gleichzeitig SVP-Nationalrat, Wirtschafts- und Außenpolitiker, ein Mann also, der wie kein anderer im Parlament das Erfolgsmodell unseres Landes verkörpert. Einerseits Verteidigung der institutionellen Unabhängigkeit, Verteidigung der Staatssäulen der Schweiz, direkte Demokratie, Föderalismus, immerwährende bewaffnete Neutralität. Auf der anderen Seite hoch erfolgreich in den Stratosphären der globalisierten Wirtschaft. Er baut ja gerade unglaublich die Höhlen, glaube ich, ganze Gebirge aus, beziehungsweise ziehen in den alten Redmi-Bunkern ein. Er baut da Datenspeicher für Google und andere Internetgiganten in der Schweiz. Die Schweiz ja so etwas wie ein Alpen-Redmi der Datensicherheit. Und da ist Franz Grüter ganz vorne dabei. Und als Politiker verkörpert er so etwas wie das Gegenteil seiner Vorgängerin Tiana Angelina Moser von den Grünliberalen. Frau Moser, nobody is perfect, war natürlich eine Anbindungsbefürworterin. Sie wollte diesen institutionellen Rahmenvertrag Schweiz-EU unbedingt haben. Dieser Vertrag, der die Schweiz ja zu einem Untertanengebiet, man kann sich da anders sagen, zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union gemacht hätte. Frau Moser hier ganz vorne und voll dabei. Sie wollte sogar den Bundesrat noch in die Parade fahren. Sie wollte ihm Fesseln anlegen, als die Kollegen da in der Regierung im Begriff waren, dieses unheilvolle Rahmenabkommen zu beerdigen. Solche Bestrebungen sind von Franz Grüter nicht zu erwarten. Im Gegenteil, er ist allerdings kein Parteibüffel da im Präsidium der Außenpolitischen Kommission, sondern gibt sich schon sehr staatsmännisch, wie Sie in unserem Interview sehen werden, aber eben immer noch mit Klartext. Das zweite Thema, das ihn bewegt und mich natürlich auch, ist die drohende Teilnahme, die Einsitznahme der Schweiz im UNO-Sicherheitsrat. Das ist der allerletzte Ort. Da hat jetzt die Schweiz nun gar nichts zu suchen, weil der UNO-Sicherheitsrat, das ist jenes Gremium, in dem über Krieg und Frieden entschieden wird. Da werden, meine Damen und Herren, die Schwerter gesalbt, mit denen die Kreuzzüge von heute geführt werden. Und die Schweiz als neutrales Land, als Land, das aufgrund seiner naturgegebenen Kleinheit und Ressourcenarmut zur Weltoffenheit verdammt ist und auch zum guten Auskommen, zum guten Einvernehmen mit allen Ländern auf diesem Planeten. Wir dürfen doch um Himmels Willen nicht dort ins Epizentrum der Weltpolitik uns hineinbewegen, in dieses Minenfeld, in diesen Abgrund, wo Fronten hochgezogen werden, wo die Schützengräben ausgehoben werden. Das ist der größte Unsinn außenpolitisch oder einer der größten, vom Allerdümmsten, was die Schweiz in den letzten Jahrzehnten je angestrebt hat. Aber so wie es aussieht, der Mist ist geführt. Das Parlament ist dafür. Wir leben in moralistisch verseuchten Zeiten. Die Politiker wollen etwas sein. Sie wollen sich inszenieren auf den roten Teppichen der Weltpolitik. Die SVP hat sich als einzige Partei dagegen gewehrt. Sie ist immer wieder aufgelaufen. Es gibt jetzt noch weitere Vorstöße, die kommen werden. Aber es steht zu befürchten, dass dieser Höllenritt in den UNO-Sicherheitsrat nicht mehr zu stoppen sein wird. Vielleicht komme ich im Verlauf dieser Sendung, das ist ja ohne Skript und ohne doppelten Boden hier aufgezeichnet, vielleicht komme ich auf dieses Thema dann noch zurück. Zweites Interview, auf das ich hinweisen möchte. Ich habe gestern Abend auf dem Bundesplatz vor dem Bundeshaus in violetter Illuminierung einen
Demonstrationsumzug gesehen, einige hundert Menschen, Frauen, Familien mit Kindern waren dort, ein Pfeifen, ein Trällern, ein Trillern. Ich habe mich dann gefragt, was ist denn hier los? Was sind denn das für Leute? Die sehen jetzt nicht unbedingt aus wie die typischen Berufsdemonstranten. Sehr viele junge Familien, kleine Kinder, sympathische junge Mütter. Und ich bin dann mit zwei von ihnen, mit Dennis und Caroline, ins Gespräch gekommen. Das sind Frauen, die ich jetzt im weitesten Sinn eher etwas dem linksliberalen Spektrum zuordnen würde. Aber die sind auf die Straße gegangen vor dem Bundeshaus. Man hat dort auch ein paar sehr aufgebrachte Töne zu hören bekommen. Also wirklich aggressiv gegen die Politiker. Was ist der Grund? Die Impfpflicht für Erstklässler. Im Kanton Bern müssen seit gestern die Schüler ab der ersten Klasse eine Maske tragen in der Schule. Und da sind diese Eltern, sind diese Mütter dagegen. Sie haben sich im Interview mit mir sehr zivilisiert ausgedrückt, aber hinter vorgehaltener Hand hat man schon den einen oder anderen Kraftausdruck gehört. Sie sind wirklich genervt, auch verzweifelt, und sie finden es angesichts der sogenannten epidemiologischen Lage völlig verfehlt, dass man die Kinder maskiert in den prägenden Jahren ihres Lebens und ihrem während ihrer beginnenden Schullaufbahn. Und ich kann diese Befürchtungen 100% nachvollziehen. Ich teile sie auch. Ich finde, das ist wahnsinnig, was hier abgeht. Und wir haben im Kanton Bern ja einen SVP-Politiker, den Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck, ein interessanter, ein intelligenter Mann, der übrigens auch einen Leistungsausweis als Unternehmer hat. Man muss aufpassen, dass man sich in diesen emotionalen politischen Auseinandersetzungen nicht davon tragen lässt, aber er ist eben doch ein Corona-Hardliner, und er hat einmal den sehr verräterischen Satz gesagt in einem Interview, er hat gesagt, er sei verantwortlich fürs bernische Gesundheitswesen und da dürfe er nichts machen, was zu einem Kollaps oder zu einem Zusammenbruch, zu einer Beeinträchtigung, zu irgendeinem Problem in diesem Gesundheitswesen führen könnte. Und wenn Sie natürlich das Gesundheitssystem, für das Sie verantwortlich sind, das ist auch seine berufliche Aufgabe, wenn Sie das Gesundheitswesen über alles stellen, ja, dann verliert eben alles andere sehr stark seine Bedeutung. Und hier sind die Proportionen total aus den Fugen geraten. Schauen Sie sich dieses Interview an, sehr authentisch, wie sich die jungen Frauen da auf Weltwoche Daily ausdrücken. Zu den Nachrichten. Der Vorteil dieser Sendung besteht ja darin, dass Sie keine Zeitungen mehr lesen müssen. Ich bin Ihr Vorkoster. Ich bin der, der alles vorauswählt und schon gelesen hat. Kurz, lange bevor Sie aufgestanden sind. Also ich habe die Schlagzeilen von morgen bzw. von heute schon gestern analysiert bzw. heute Morgen. Was beschäftigt die Medien von der NZZ bis zum Blick, Welt, überall, Frankfurter Allgemeine Zeitung? Es ist der Fall Djokovic. Es ist der Fall dieses serbischen Supertennisspielers, zu dem uns Schweizer ein ambivalentes Verhältnis verbindet, denn der Novak Djokovic ist erfolgreicher als Roger Federer unterwegs. Er ist auch noch ein paar Jahre jünger und man traut ihm zu. Der Mann ist ja topfit, fit wie ein Turnschuh, Veganer, glutenfrei. Also auch ein Körperneurotiker würde ich jetzt hier etwas frivol hinzufügen. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn Sie Veganer sind oder glutenfrei sich ernähren. Man sieht diesem Mann einfach an, da ist kein überflüssiges Gramm Fett an gar keiner Körperstelle, ein Asket und eine Tennis-Wundermaschine, eine Tennisfabrik, eine Ein-Mann-Tennisfabrik, ein bewundernswerter Mann. Und dieser Novak Djokovic ist ins Zentrum der Weltöffentlichkeit gerückt und er wurde vorverurteilt, dass sich die Balken biegen, außer bei Weltwoche Daily. Also hier bin ich wirklich stolz. Wir haben da nicht mitgemacht in diesem Djokovic-Bashing, das wir überall gesehen haben. Man hat auf den eingeprügelt, hat ihn als Impfgegner attackiert, man hat sich lustig über ihn gemacht, er sei nicht einmal in der Lage, seine Reiseunterlagen da korrekt zusammenzustellen, weil ihn die australischen Behörden daran hinderten, am Australian Open, am Turnierbetrieb teilzunehmen. Sie erinnern sich, Djokovic ist am Flughafen, ich glaube von Sydney oder Melbourne, behaften Sie mich nicht, ist er angekommen, im Glauben, er habe die Reiseunterlagen, die Visa korrekt ausgefüllt, obwohl er nicht geimpft ist, allerdings zweimal an Covid erkrankt, also genesen, kommt an den Zoll
und wird dann zurückgehalten. Und das Ganze wurde dann so interpretiert, als sei Djokovic der Allerletzte. Und das ist nun definitiv nicht der Fall. Djokovic ist durch die Fakten ins Recht gesetzt worden, auch durch einen australischen Richter, der das Offensichtliche zugeben musste, nämlich dass die australischen Behörden sich schlichtwegs lächerlich gemacht haben in ihrem Corona-Rigorismus, in ihrem Corona-Fanatismus. Denn Australien ist ein total abgeriegeltes Land. Es gibt dort sogar Camps, Lager für Ungeimpfte, wie wir lesen können. Ich habe nie eins gesehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wenn das stimmt, fürchterlich, grauenhaft. Australien doch ein Land der Freiheit. Und da hat jetzt einfach die Politik reingefunkt und irgendein Minister scheint da Anstoß genommen zu haben an dem Impfgegner Djokovic, der eben ein sehr intensives Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat, der vielleicht Angst hat vor diesen Impfstoffen. Das sei ihm unbenommen, meine Damen und Herren. Sind wir denn gezwungen, uns irgendwelche medizinischen Behandlungen verabreichen zu lassen, nur weil die Politiker das wollen, die nicht einmal die Spitalbettenzahlen im Griff haben, die Covid-Registrierung. Ich meine, das ist ja ein Skandal sui generis in der Schweiz, was wir gehört haben, dass man jetzt über Monate, über zwei Jahre hinweg die falschen Spitalbelegungszahlen bekommen hat. Das also, das schlägt doch fast den Boden aus, dass die Behörden nicht einmal richtig vermerken konnten, wer ist ein wirklicher Covid-Patient in den Spitälern und wer ist es nicht. Ich habe gestern darüber gesprochen, das war ein Thema der Medien, jetzt ist es aber bereits wieder abgeflacht. Unglaublich, wie hier die Medien unkritisch berichten, als die Freiheitstriechler, diese Kuhglockenschwinger, ihrem Ehrenmitglied Bundesrat Ueli Maurer ein Leibchen überstreift haben, dann war das eine Woche lang Headline News. Aber jetzt, wo die Behörden falsche Zahlen bekannt gegeben haben, auf der Grundlage falscher Spitalbelegungszahlen Politik gemacht haben, im Grunde die ganze Schweiz an der Nase herumgeführt haben, dann verpufft und versäuselt das wie ein laues Lüftchen. Und vor diesem Hintergrund können wir doch nur Respekt haben vor Leuten wie Djokovic, die für sich entscheiden, sorry, also wenn ihr mir da oben irgendetwas befehlen wollt, ich bin zweimal an Covid erkrankt, ich muss mir jetzt nicht auch noch irgendeine Impfung verabreichen lassen, das geht doch, das ist völlig jenseits. Und nun dieser Richter, um wieder auf den Fall zurückzukommen, dieser Richter hat entschieden, dass der völlig zu Unrecht an der Einreise gehindert wurde und jetzt haben sie ihm ermöglicht, wieder am Turnier teilzunehmen. Allerdings irgend so ein Flintenmann in der australischen Regierung hat schon in Aussicht gestellt, er werde sich jetzt überlegen, hier doch noch einzuschreiten. Weil da sehen Sie auch wieder ein Sinnbild des Unsinns, ein Sinnbild des Wahnsinns. In Corona-Zeiten diese Corona-Willkür der Behörden, wo einfach ein Minister sich auch noch anmaßen kann, jetzt zu entscheiden, ob der oder jener ins Land kommen kann. Vermutlich fragen sich viele Australier, ob die Migrationsströme ins Land immer so genau überwacht werden oder nur im Fall Djokovic. Und ich glaube, da kommen auch in Australien viel mehr Leute ins Land, die jetzt also weniger Australien bringen als dieser zweimal von Corona genesene Novak Djokovic. Und was mich beeindruckt hat an diesem Fall, der Blick hat die Protokolle, die Gesprächsprotokolle veröffentlicht, die zeigen, wie Djokovic reagiert hat am australischen Zoll, mitten in der Nacht, 4 Uhr morgens, als man ihm hier die ordentliche Einreise verweigert hat und ihn dann einschleusen wollte und auch das, dies auch tat, und ihn dann einschleuste in so ein Quarantänehotel, wo sie mit Männern und Menschen in Plastikanzügen abgeholt werden. Also wirklich wie ein gespenstischer Science-Fiction-Film. Und ich bin beeindruckt, wie gefasst 4 Uhr morgens dieser Superstar Novak Djokovic da reagiert hat auf diese offensichtlich willkürlichen Interventionen, Behinderungen, Freiheitsberaubungen des betreffenden Zollbeamten, der auf Befehl von oben gehandelt hat. Das wird ganz klar ersichtlich. Chapeau Novak Djokovic, ich hätte vermutlich einen Wutanfall bekommen, denn Sie müssen sich vorstellen, Djokovic fühlte sich voll im Recht.
Er habe alles richtig gemacht. Und genau zu diesem Schluss ist auch der Richter gekommen, der ihm attestierte, dass er sich ganz genau an die Anweisungen der Turnierdirektoren und aller anderen Stellen gehalten hat. Und ganz zuletzt noch, stellen Sie sich vor, wenn das Management von Djokovic einen derartigen Fehler gemacht hätte vor einem Grand Slam-Turnier. Das halte ich sowieso schlicht für undenkbar. Denn Tennisspieler, Spitzensportler, die müssen ja, um dieses Leistungsniveau zu erreichen, auch einen extrem hohen Selbstorganisationsgrad in ihrem Leben haben. Und da passt das einfach nicht ins Bild, wenn da in der Reisetätigkeit auf diese Art und Weise gepfuscht würde. Wenn das derartige Dilettanten wären, dann würde ich das für unvorstellbar halten, dass Djokovic selber ein toller Tennisspieler ist, jener Tennisspieler, der er ist. Und ich finde, wir sollten hier wirklich allmählich auch als Schweizer mit dem großen Roger Federer, wir sollten hier etwas vom hohen Ross herunterkommen, wir sollten etwas abrüsten und unseren Respekt gegenüber diesem Sportler zeigen. Und man sollte sich jetzt auch entschuldigen bei ihm. Das ist doch unwürdig, unglaublich und voll antiserbischer Vorurteile. Da kommt dieses alte Balkan-Ressentiment zum Ausbruch und zum Ausdruck. Ausgerechnet bei jenen Kreisen, die sonst nicht müde werden, bei allen anderen die Ausländerfeindlichkeit, die Rassismuskeule zu schwingen. Ausnahmsweise machen wir das jetzt hier einmal ansatzweise. Nein zum Rassismus im Tennis. Beide Daumen hoch für Novak Djokovic. Unvereinbare Positionen. Russland und den USA gelingt es in Genf nicht, die Ukraine-Krise zu verschärfen. Ja, da tost und da kracht es zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Russland mit sehr, sehr weitgehenden Forderungen. Die Russen sind jetzt richtig im Schmollwinkel. Die melancholischen Italiener, wie ich sie nenne, überempfindlich, anerkennungssüchtig. Natürlich auch etwas in Schwierigkeiten. Also sagen wir nicht anerkennungssüchtig, ist ein bisschen ein böses Wort. Anerkennungsbedürftig. Die Russen, ich habe das schon oft gesagt, gerade auch auf der politischen Ebene, aber auch als Volk, das habe ich immer wieder gespürt, die Russen fühlen sich einfach geringgeschätzt im Westen, obwohl sie für sich in Anspruch nehmen, zu Recht in Anspruch nehmen, dass sie den Westen zweimal gerettet haben gegen Tyrannen, im ersten Fall gegen Napoleon unter Aufopferung von Tausenden, von Hunderttausenden von Menschen damals in diesem Krieg gegen die Grande Armee und dann natürlich wieder mit noch mehr, mit Hekatomben von Toten haben sie sich gegen die Armeen Hitlers geworfen und damit einen ganz wesentlichen Beitrag für die Befriedigung, für die Befriedung, Entschuldigung, Europas, aber eben auch die Befriedigung, die politische Befriedigung Europas zu leisten. Die Russen sozusagen auch beteiligt an der Grundsteinlegung der Europäischen Union. Natürlich war das damals eine feindselige Macht mit der Sowjetunion, der Kommunismus. Wir wollen das in keiner Art und Weise schönreden in unserer zu Missverständnis neigenden publizistischen Umgebung. Aber man muss sehen, dass die Russen zu Recht aus ihrer Sicht, wie ich finde, ein Anerkennungsdefizit im Westen spüren, auch eine große Doppelmoral, was ihre Position angeht. Und all diese Emotionen ballen sich jetzt, kommen zum Ausbruch in diesem Ukraine-Konflikt, aber da spielen natürlich noch andere Faktoren hinein. Als Schweizer, als neutraler Mensch hier, Zeitgenosse aus einem Kleinstaat, bin ich natürlich sehr grundsätzlich skeptisch und misstrauisch gegenüber Großmächten jeder Art, heißen sie nun USA, China, Russland oder auch die Europäische Union, eine Großmacht in Anführungszeichen, aber immer noch größer als die Schweiz und immer auch wieder dazu neigen, die Schweiz unter Druck zu setzen. Aber wir Schweizer haben sicherlich ein sehr gespanntes Verhältnis zu Ländern, die auch Raubtiere in ihren Wappen haben, die Russen den Doppeladler. Also es gibt da natürlich die grundsätzliche Machtproblematik, die jetzt auch hineinspielt bei aller berechtigten Anmahnung auf Seiten der Russen, dass sie hier einfach zu wenig respektiert werden, dass der Westen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion auch ziemlich schamlos
da in die russischen Sphären hinein regiert hat. Wir haben die entsprechenden Zitate Barack Obama und so schon alles hier zitiert. Aber, und jetzt kommen wir zum Problem, es gibt eben auch eine Machtdimension, eine unheimliche Machtdimension jetzt auf Seiten der Russen, auf Seiten von Putin. Putin hat innenpolitische Schwierigkeiten, wirtschaftliche Schwierigkeiten. Der Stabilokrat spürt auch, dass ihm die Fälle etwas davon schwimmen. Und in der russischen Tradition, da können Sie in der Geschichte hunderte von Jahren zurückgehen, da sehen Sie, dass im Grunde immer nur die Zaren und die Potentaten anerkannt wurden in Russland, die stark waren, und Stärke hieß in der russischen und heißt bis heute in der russischen Tradition ja die Eroberung von Territorium. Und es stimmt, ich glaube, dass Putin die Absicht verfolgt, Russland in den alten Grenzen der Sowjetunion, in der alten Einfluss- und Kontrollzone, Kontrollsphäre der Sowjetunion wieder zur Geltung zu bringen. Und da macht er alles, was er machen kann. Und da übertreibt er es auch. Da zerschlägt er auch unnötig Geschirr. Und man möchte ihm zurufen, Herr Putin, kommen Sie etwas aus dem Schmollwinkel, kommen Sie in der Gegenwart an. Er ist ja sicher nicht dumm, er ist ein rationaler, kalkulierender Machtpolitiker, aber hier geht er einfach zu weit. Sie können den Amerikanern nicht sagen, ihr müsst jetzt, die haben auch den Zweiten Weltkrieg gekämpft, ihr müsst jetzt da quasi aus Europa, aus Osteuropa, aus unserer früheren Warschauer Paktsphäre euch zurückziehen. Das geht einfach nicht. Und Sie können auch den Schweden und den Finnen nicht sagen, ihr dürft nicht NATO-Mitglieder werden. Völlig verrückt. Streng genommen kann Putin das auch nicht von der Ukraine verlangen, das macht er aber. Hier habe ich ein gewisses Verständnis, dass er es macht, auch wenn er es nicht machen kann, aus Sicht der Ukraine, aus Sicht der USA eine unmögliche Forderung. Aber es ist verständlich, denn auch die Amerikaner haben ja eine Monroe-Doktrin, das heißt, sie haben es auch nicht gerne und sie würden es nie tolerieren, wenn die Russen in Mexiko oder auf Kuba irgendeine Raketenstation eröffnen möchten. Das gab es ja schon mal in der Geschichte und die Welt schlitterte auf einen dritten Weltkrieg zu. Nun, das ist alles richtig und man kann das miteinander vergleichen, aber es gibt eben auch historisch gewachsene Konstellationen und so eine sehen wir in Europa. Kommt noch etwas Zweites hinzu. Diese ostmitteleuropäischen Länder, diese baltischen Länder, Finnland sowieso, hat einmal einen Winterkrieg gemacht gegen Russland. Das sind natürlich Länder, die 60 Jahre lang unter der sowjetischen Knute oder unter der sowjetischen Drohung gelebt haben. Und die wollen im Westen der russischen Pranke entkommen. Da sind die Russen selber schuld. Und sie können natürlich diese Bestrebungen nicht dadurch besänftigen oder beruhigen, wenn sie die Pranke noch kralliger ausstrecken. Und das ist genau das, was Putin macht. Und deshalb vermute ich, was ich hier immer schon gesagt habe, dass wir uns auch davor hüten sollten, Putin zu überschätzen. Putin ist natürlich irgendwo auch ein Scheinriese. Der hat ein hochfragiles Riesengebilde, das er da zusammenhalten muss. Er muss nach außen den ganz starken Mann markieren, dazu eben auch diese säbelrasselnden Konfrontationstöne. Und da wäre es vielleicht von politischem Geschick, wenn der Westen ihn stärker anerkennen würde. Dies die psychologischen Ratschläge von Weltwoche Daily. Übrigens interessant in diesem Zusammenhang auch, ist Ihnen aufgefallen, seit Joe Biden in Washington im Amt ist, haben wir einfach eine Unordnung auf diesem Planeten. Plötzlich brodelt und brennt und mottet es an allen Ecken und Enden. Ich lese auch Atomraketentests jetzt wieder in Nordkorea, auch dort Unsicherheit, Spannungen. Und wir haben eine Supermacht USA, die zwar Mühe sich gibt, hier entschlossen aufzutreten und klare Linien aufzuzeigen, aber wenn Sie mich fragen, das nimmt diese Regierung einfach niemand ab, weil die Leute sehen, es ist eine schwache Regierung, Joe Biden ist ein schwacher Präsident und diese Schwäche produziert dann eben die Versuchung jener Putins und anderer, die in dieses Vakuum stoßen möchten. Unter Donald Trump, dem früheren Präsidenten, der ja ein Inszenierer, ein Hollywood-Regisseur gleichsam der Machtinszenierung war, aber eben auch der Durchsetzung von ganz klaren Punkten, Sie erinnern sich, im Syrien-Konflikt, hat er einfach die roten Linien, die Barack Obama in den Wüstensand gezogen, die hat dieser Trump durchgezogen und er hat dann einen
Bombenschlag gemacht gegen Syrien, hat die Russen vorab informiert. Na, völlig klar. Da war doch Putin völlig klar, solange Trump im Weißen Haus sitzt, da muss ich mich einfach ruhig verhalten. Und diese Konstellation, diese Sicherheit, wenn Sie so wollen, diese Alpha-Tier-Stabilität, die nun einmal zur Realpolitik auch gehört, die ist weg. Und es ist zwar schön und es klingt gut, wenn wir sagen, ja, lasst uns alle die Hände ergreifen und die große Lichterkette bricht aus. Das sind naive Vorstellungen, so geht es nicht. Eben Atomstreit mit Nordkorea, auch dort brodelt es. Außenpolitisch müsste man sich diesen Trump hier ins Weiße Haus zurücksehnen. Viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen, lese ich heute Morgen in der NZZ. Das sind typische irreführende Titel in der Pandemie. Denn wenn ich mir anschaue, wie die Intensivbettenbelegung aussieht, wir sind bei etwa 300 Intensivbetten, die belegt wurden. Wir hatten einmal über 1500 zur Verfügung stehenden, heute sind wir unter 1000. Die selbstgewollte, selbstgemachte Verknappung, soll mir niemand erzählen, dass man die Intensivbettenkapazitäten nicht ausbauen könnte. Zweitens, wir haben jetzt gesehen, dass der Bund nicht einmal in der Lage ist, die Covid-Patienten richtig zu erfassen. Leute mit Beinbruch, die im Spital an Covid erkrankt sind, wurden dann als Covid-Patienten registriert. Hier müssen natürlich die Verantwortlichen schon zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist unglaublich. Fragen Sie mal die Leute, deren Firmen jetzt drohen kaputt zu gehen, die Gastrobetriebe, die schließen müssen, die Hotels, die kaum über die Runden kommen, die Coiffeure, die Fitnessstudios, auf der Grundlage gefakter, alarmistischer Spitalbelegungszahlen. Ein größeres Misstrauensvotum ist fast nicht vorstellbar. Ein größeres Dokument der Inkompetenz im Corona-Management ist kaum vorstellbar. Die Inkompetenz beim Staat, das zeigt dieser Fall einmal mehr. Und ich sage das ohne jede Besserwisserei. Es ist nämlich eine institutionalisierte Inkompetenz. Diese Inkompetenz ist groß. Nicht, weil die Leute per se inkompetent wären beim Staat. Im Gegenteil, es gibt auch sehr viele kompetente Leute. Es gibt auch sehr viele inkompetente Leute, die nicht im harten Wettbewerb der Wirtschaft arbeiten wollen, sondern eher in den geschützten Zonen des öffentlichen Sektors. Da wird dann anders gekämpft, anders gerungen. Da haben sie dann andere Intrigen und Stechereien im Hintergrund. Aber die institutionalisierte Inkompetenz des Staates beruht einfach darauf, dass der Staat eine geschlossene Monopolabteilung auf einem Territorium ist und zu wenig Wettbewerb hat, zu wenig Wettbewerb spürt. Und in solchen Umständen kann sich eben die Inkompetenz ausbreiten. Auch wenn Sie zu viel Zentralismus haben, dann brauchen Sie, haben Sie gar nicht die Hirnkapazität, um all die Informationen richtig zu verarbeiten. Das Spitalbettenzahl-Fiasko ist auch ein Beweis dafür, dass der Zentralismus nicht funktioniert. Es ist viel besser, wenn man das Ganze dezentral anbringt. Jetzt aber zu diesem Fake-Titel. Die Medien machen eben mit bei diesem Alarmismus. Viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Ist doch die völlig falsche Schlagzeile. Bemerkenswert ist doch, dass wir absolute Rekordinzidenzzahlen haben, sogenannte Rekordansteckungen, wobei die meisten ohne das geringste Symptom verlaufen mit Omikron. Trotzdem sind wir da wie ein riesiger Hühnerhaufen, lässt man sich da aufscheuchen. Und im Verhältnis zu diesen gigantischen Ansteckungs- und Infektionszahlen sind doch das geringfügigste Spitalbelegungen, spüren wir und sehen wir, dass diese Kurven auseinanderklaffen, Ansteckungskurve so, Spitalbelegung im Verhältnis dazu so, pro Fall. Und das ist hier die wesentliche Nachricht, aber die Medien sind eben auch auf dem Alarmismus-Trip. Übersterblichkeit, wir werden auch da mit Statistiken bombardiert. Ja, es gab bei den über 65-Jährigen phasenweise eine Übersterblichkeit. Die Covid-Toten, auch da, ich bin sicher, da wurde falsch registriert. Da wurden zum Teil Leute, die wegen anderen Krankheiten, terminalen Krankheiten ins Spital eingeliefert wurden, sich dort mit Covid infiziert haben, die wurden dann in die Covid-Statistik genommen. Das muss man einmal sehr genau untersuchen. In den USA ist das nachweislich der Fall. Ich habe keinen Grund anzunehmen, warum das in der Schweiz nicht der Fall sein sollte. Wir hatten Übersterblichkeit in der Schweiz. Wir haben sie auch im Moment bei den über 65-Jährigen nach Statistik immer noch mindestens eine schwere Vorerkrankung bei jenen, die an Covid oder mit Covid sterben. Bei den unter 65-Jährigen hatten wir mit Ausnahme des Dezembers 2020 nie eine Übersterblichkeit, wobei auch nicht gesichert ist, dass die Übersterblichkeit, die wir im Dezember 2020 hatten, in Verbindung mit Covid zu sehen ist. Dann
ich muss mich sputen, wir gehen schon auf das Ende der Sendung zu, habe ich ein Interview gelesen heute Morgen in der NZZ mit Beate Jessel. Beate Jessel ist die neue Direktorin des Bundesamtes für Wald und Landschaft. Buval und diese Beate Jessel ist Deutsche. Ich will ihr nicht zu nahe treten, ich bin auch 25% Deutscher. Nobody's perfect. Und ich rufe aber hier in Erinnerung, und ich sage das auch an Erkenntnis, es ist vielleicht fast schon etwas eine Selbstkritik, also bitte verstehen Sie das nicht als Überheblichkeit, aber ich finde es einfach falsch, wir sollten nicht zu viele Deutsche in führenden staatlichen, behördlichen Positionen in der Schweiz haben. Natürlich gibt es die Regel, die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber Deutsche, gerade auch im Umweltbereich, Entschuldigung, die neigen einfach zum Fanatismus. Es gibt diesen deutschen Fanatismus. Und das sage ich als jemand mit ganz großen Sympathien für Deutschland. Die Deutschen, das sind die Idealisten, das sind die philosophischen Idealisten. Der Fluch der Deutschen ist ihre Gründlichkeit. Die sind immer gründlich. Und wer den Dingen auf den Grund geht und glaubt, den letzten Grund gefunden zu haben, der lässt sich von diesem Grund auch nicht mehr abbringen. Der steht sozusagen auf dem unerschütterlichsten Grund, den es überhaupt nur geben kann. Und von dieser Position aus gesehen ist der, der es anders sieht, entweder ein moralischer Schurke oder er ist einfach dumm, er hat es nicht begriffen. Und diese philosophisch-idealistische Gründlichkeit, tief im deutschen Wesen, ein Produkt übrigens der sehr unsicheren Geografie über die vielen Jahrhunderte, die Deutschen konnten sich nicht am Boden festhalten hier, quasi auf dem normalen Boden. Sie mussten einen tieferen, einen gründlicheren Boden finden, um den Halt nicht zu verlieren. Kant, der große Philosoph, hat gesagt, wir müssen uns an den Sternen festhalten, sinngemäß. Und diese Gründlichkeit ist meines Erachtens die Urwurzel der deutschen Fanatismusneigungen. In der Umweltpolitik sehen wir das, und diese Beate Jessel predigt uns jetzt also auch voll mit Klimakrise, Biodiversität, diese ganze ökologische Aktivismus, wir müssen mehr tun gegen die Klimakrise. Das sind doch alles fruchtlose, idealistische, pseudo-idealistische, realitätsferne Forderungen, denn die Schweiz als Schweiz kann gar nichts machen, um diesen Klimawandel in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Das müsste doch auch einmal diesen hochgestellten Beamten irgendwo ins Großhirn hineindringen, dass das nicht möglich ist und dass dieser ganze Alarmismus, so verdienstvoll und nobel er aus der persönlichen Sicht auch immer sein mag und Ausdruck ehrlicher Besorgnis, so ist das nun einfach eine völlig kraftlose, fruchtlose Beteuerung. Am Schweizer Wesen wird die Welt nicht genesen, meine Damen und Herren. Wir Schweizer können sehr viele gute Dinge machen, aber die Weltrettung liegt definitiv außerhalb unserer Kompetenz. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily. Einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Ausgabe. Und lassen Sie sich überraschen, was ich da durch den Tag und meine Kollegen, was wir da alles auf unserer Homepage immer wieder einstreuen an Interviews, Interventionen, Kommentaren, aber eben auch Artikeln aus der Print-Weltwoche, die da social media gerecht aufbereitet werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.